So, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Hasi Horizon Zero Dawn. Mein Name ist der Franconia. Schön, dass ihr da alle eingeschaltet habt. Entschuldigung. Ja, fand ich jetzt persönlich doch witziger, als es dann doch auch im Endeffekt war, aber ich fand es jetzt echt so komisch. Begrüßung, hallo, herzlich willkommen, weißt du, voll einen auf lieb machen. Danke, ich voll den Hasen. Ey. Für mich. So, Eisraunenwurzel, das ist sehr schön. Ich werde mich aber doch mal hier eher in diesen Bereich begeben. Geht zur Weggabelung. Ich weiß gar nicht, was wir eigentlich heute machen wollten. Na, verstehst du, zuletzt gestern gespielt, ey, aber nichts mehr im Hirn, ey. Voll lauter Herbert, ey. Voll lauter Herbert. Ja, aber klappt doch ganz gut. Ja, du mich auch. Du mich auch. So. Wir reiten. Was ist das für ein Gebäude? Wo sind wir hier eigentlich? So, wir haben da. Wo wollen wir eigentlich hin? Ach, wir wollen tatsächlich hier hin. Geh zur Weggabelung. Was ist das? Ach, das ist. Warte mal, ich muss schauen. So, die Reichen berauben. Stimmt, wir sind immer noch hier bei dieser Quest. Ah, jetzt schnackelt's wieder da, ey. Ich mach mal sicherheitshalber eine kleine Schnellspeicherung. Aaron wartet am Rotkampass. Ich sollte zu ihm gehen. Das Feld der Gefallenen gibt's hier noch? Ich habe hier eine Quest. Stufe 19, Hauptquest. Ja, alles recht nah, ne? Wir machen aber erstmal die Reichen berauben. Das macht doch wieder mal nicht mehr Hektik, als es hier notwendig ist da. So, der hat mich gesehen, der Trottel, ne? Ah, guck an, da liegt Zeug für mich. Sorry, mein Freund. So, okay, ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir hier. Natürlich schlecht, was du hier machst, Kollege. Oh, einmal müssen wir noch. Etzele. Alter, haben wir fast schon Stufe 41 wieder. So, Metallscherben. Was ist das hier? Wüstenglas. Ist das vielleicht die Quest, die wir hier machen müssen? Ich weiß gar nicht, geh mal auf die Hauptquest. Ne, das ist eine ganz andere Richtung, okay. Ne, dann passt es so, dann machen wir doch nochmal die Nebenquest. Die Reichen berauben, so schaut's aus. Genau, da ging es in der gestrigen Folge um dieses Schwert. Leben, leben, leben. Nehmen wir natürlich das Leben noch mit. So, wir müssen aber jetzt hier rüber, wie es aussieht. Haben wir hier noch ein hübsches Plätzchen? Kleine Zierpflanze. Du wirst mir sicher. Kommen wir hier rüber? Wird das auch so ein. Ach Gott, komm wieder hoch.
Das gefällt mir gar nicht. Ganz ehrlich, das was ist das für eine Gegend? Das ist so... wie heißt das? Kreidezeit? Kann das sein, dass das hier so Kreidezeit angelehnt ist? Was haben wir hier für Viecher? Na, die Breitkopfdinger haben wir sogar schon. Also waren wir hier schon mal anscheinend, oder? So, läuft doch bisher wie geschmiert. Bisher nichts, keine großartigen Feinde hier. So, das nehmen wir noch mit auf jeden Fall. Ha, sie nehmen wir auch noch mit. Doch schon wieder für Krieg. Ja, wir lassen sie mal wirklich außen vor, denn ja, müssen jetzt nicht unbedingt, sag ich mal. Ach, Medizinkasten voll. Ach, hier haben wir genug. Ja, holla die Waldfee, guck einer an. So, hier nehmen wir noch gut. Eiswurzel. Das kann Eisraumwurzel. Ich gut gebrauchen. Eisraureifwurzel heißt es, okay. So, wir lesen uns mal diesen Scanner an. Dein Geschenk. Hi Sarah, ich wollte mich für dein Geschenk bedanken, aber aus anderen Gründen, als du denkst. Erinnern wir uns. Ich sagte dir, dass ich mich für diese Schlacht verpflichten und kämpfen müsse, dass es feige sei, es nicht zu tun. Daraufhin hast du mich als illoyal beschimpft und für mehrere Tage vor die Tür gesetzt. Also hier dich Wort, falls du mich auf dich erinnerst. Ich war diejenige in dieser Beziehung, die Wort gehalten hat und verpflichtete mich. Wusste ich, dass ich dich zurücklasse? Ja. Habe ich mich schlecht deswegen gefühlt? Ja. Dann, 2 Tage nach Beginn der Grundausbildung, kam ein Paket von dir. Ich mache es auf. Es ist ein Geschenk, denn was für ein Geschenk? Ein ausgestopfter Fuß. Ein ausgestopfter Fuchs. Fuchs, Entschuldigung. Ist das ein Witz? Nein, kein Witz. Am besagten Fuchs ist eine Nachricht befestigt. Was steht drin? Steht da tatsächlich drin? Tut mir leid, Schatzi. Mich fuchsen gerade ein paar persönliche Probleme. Ja, leider muss ich dir mitteilen, dass genau das da drin steht. Als ob das, was immer das sein soll, dein Verhalten erklären oder entschuldigen könnte. Darum will ich mich bei dir bedanken. Im Gespräch mit anderen Rekruten, die von ihren Partnerinnen und Partnern erzählt haben, begann ich uns durch eine rosarote Brille zu sehen. Ich fragte mich sogar, ob meine Entscheidung falsch war. Aber dieses Paket und sein Inhalt, das war ein Schlag, der mir die Augen geöffnet hat. Es hat alle Zweifel ausgeräumt. Du bist ein totaler Schwachkopf, Sarah. Eine dumpfe, hirnlose Idiotin. Wenn ich die Wahl hätte, gegen Killerroboter zu kämpfen oder noch einen Tag mit dir zu verbringen, Süße, die Entscheidung wäre mehr als leicht. Melde dich nie wieder bei mir, Teresa. Der hat das zeigt. Sehr schön, aber hat jetzt hier damit gar nichts zu tun, ne? Aber finde ich natürlich sehr cool. Sowas feiere ich natürlich immer mehr, als ich dann im Let's Play eigentlich rüberbringe. Weil ich doch gern alles mögliche zusammenlud. Oh, ich glaube, da ist auch schon wieder ein kleiner Kampf, oder? Kann das sein? Wir kämpfen da gegeneinander. Wieso kämpfen die so übelst gegeneinander? Nein! Freundchen!
Bastard! Jetzt langt's mir! Das wäre geschafft. Danke für die Hilfe. Fuck, Tricky mit Ehrend. Komm her, lass uns reden. Fuck. Ach, der wäre sowieso tot gewesen. Ehrends Schwester Ersa wurde von dem Schattenkaja überfallen und ermordet. Er will dafür verantwortlichen Soldaten aufspüren und Rache nehmen. Nein, ist der jetzt tot? Ach nee, rede mit Ehrend. Ich dachte, die wurde da jetzt getötet, ne? Ah, leg mich fest. Komm jetzt, worauf wartest du? Ja, du halt langsam jetzt. Hält sich. Mit dieser Ungeduld hier, Mensch Meier. Ich glaube nur, geschwind ist alles zusammen. Ist ja gar nicht aufs Maul. Ich komm ja gleich, mein Freund. Ich komm ja gleich. Hey, im Ernst, wir müssen reden. Ich muss erst einmal looten, mein Freund. So. Rechte Linse kann ich leider nicht mitnehmen. So, aber den hier, ne? So, ich komme jetzt schon. Nehme ich jetzt den noch mit. Und den noch mit. Sorry, aber die Alraunenwurzel, die Eiswurzel, finden wir heute hier doch relativ viel, muss ich sagen. So, es tut mir leid, ich komme gleich, ich komme gleich, ich komme gleich. So, diese Metallscherbe kann nämlich Gold wert sein, ja. Alter, diese Eisraureifwurzeln jetzt voll viel gefunden. Ich glaube, jetzt 7 Stück in dieser Folge. So, das nehmen wir noch mit. Ich habe schon zu viel dabei. So, Ehrend, alles was fit? Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Geht's dir wirklich gut? Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst du klar denken. Gewöhn dich nicht daran. Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein, ich hatte zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie, verdammt, ich weiß es nicht, dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schattenkaja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schattenkaja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Ja, tja. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Und du hast keine Ahnung, warum sie mitten in der Nacht aufbrach? Nein. Doch es war bestimmt dringend. Eine Nachricht, Neuigkeiten über die Schattenkaja, ich weiß nicht. Warum haben die Schattenkaja das getan? Weil sie uns hassen und Ersa am meisten. Zusammen mit Avad hat sie aus Meridian gejagt.
2 Jahre haben sie ihre Wunden geleckt. Und jetzt haben sie sich an ihr gerächt. Na gut. Zeig mir, wo Ersa fiel, und ich versuche, dir zu helfen. Dann komm, folge mir. Toll, gratuliere. Jetzt müssen wir doch die Quest machen hier. So, folge Ehrens. Machen wir natürlich gerne. Ach, ich schlende jetzt einfach mal rum. Ich guck mal hier. Quest. Was ist das für ein Ort? Waren wir hier schon mal? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Ist das Schatten-Kaja-Gebiet? Nein. Sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen. So, ich bin jetzt hier mal doch ein bisschen ruhig, hä? Da hinten. Fuck. Hier ist es. Hier war der Überfall. Unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Bitte. Das muss eine Rüstung der Schattenkater sein. Ich muss diese Mistkerle finden. Ja, ich helfe dir natürlich dabei. Ein Speer der Schattenkater. So, untersuche den Speer natürlich, klar. Gut geschärft. Er war nie im Einsatz. So, untersuche den Helm, den haben wir hier, ne? Seltsam. Kein einziger Kratzer. Alles so merkwürdig. Ist hier dann die Leiche von ihr? Diese Blutflecken sind keine Lache, wie sie sich um eine Leiche bilden würde. Sie sind verschmiert. Da liegen Seile. Die Frage, mit was verschmiert? Sie wurden nie abgefeuert. War das nur ein Fake? Hier wurde etwas gezogen. Wurde hier jemand weggezerrt? Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie, als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, die Spuren werden es zeigen. Uiuiuiui, das wird lustig. So, folge den Wagenspuren natürlich. So, und dem folgen wir nochmal natürlich gerne. So, ich frage mich, ob das hier nach oben geht oder waren wir schon mal hier? So, ich nehme nur mal das mit alles. Mach mal geschwind. Okay, die Wagenspuren, aber wieso sollten die in den Tatort fälschen? Vielleicht wollten die auch nur den. Wie heißen die Katscher? Die Schattenkatscher? Vielleicht wollten sie die nur ihnen das in die Schuhe schieben, aber wer?
die Frage. So, wir machen hier mal Schnellspeicher natürlich. Dann gucke ich nochmal hier hin, weil es mich interessiert, wo wir sind. Krass. Neuer Orden, altes Gefäß, dann haben wir hier noch was. Krass. So, wir folgen mal den Spuren. Kommst du, Eritin? Vielleicht wurden die da oben gefoltert. Was wollten die? Aufwand. Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Entschuldige, dass ich jetzt da zu schnell war. Ich laufe jetzt nicht schnell mehr. Kommst du? Uiuiui, wo kommen wir jetzt dahin? Alter! So, hier liegt ein toter Wächter. Alte Ruine entdeckt, dunkle Knochen. Ah, und hier haben wir sogar noch ein Gefäß. Jo, aber das, die Uhr können wir nicht mitnehmen, wir können alles nicht mitnehmen. Ach. So, altes Gefäß, jo mai. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war. Trägt in verblassten Farben die Aufschrift Jomai Welzunee 2053. Sets von alten Gefäßen können im Meridian gegen wertvolle Belohnung eingetauscht werden. Sehr schön, haben wir da jetzt schon zwei. Ich würde es aber gern looten. Warte mal. Wir machen folgendes. Inventar. Rohstoffe. So, können wir jetzt da alle mitnehmen? Tatsächlich. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Wir können nicht alles mitnehmen. Ups. So, wir gehen dann nochmal ins Inventar rein. Hauen wir nochmal einen weg. So, entschuldige. Ach, ich muss tatsächlich noch zwei weghauen. Ja, komm, weißt was. Wir haben ja so viel davon. Wir looten ja immer wieder neu. Und die Dinger können wir halt verkaufen, ne? Das Holz leider nicht. So, hier haben wir. Alter, wie cool sieht das aus? Alter, wie cool sieht es hier aus? Ich würde aber dann jetzt doch hier eine kleine Folgenpause machen, um ein bisschen die Spannung hochzuhalten. Denn ich, oder, ich weiß es nicht. Das sind keine Schattenkerja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Halt dein Maul! So, nur weg! Wie gefällt dir das? Alter, was ist mit dir kaputt? So, Menschenkill. Komme ich hier hoch? Nee.
Ihr Schweine, wie komme ich hier hoch? So, den schnapp ich mir. Wo ist denn der? Ich sehe den da gar nicht. Okay, hier komme ich leider gar nicht rum. Was wirft denn der Idiot? So, nehmen wir das nochmal mit. Schlagsteinglas. Ah, guck einen an. Erend, versteck du dich. Diesen Bastardo schnapp ich mir. Yeah, erledige die Angreifer. Maschinen her. Halt dich bereit. Trottel! Schlaf gut, mein Junge! Oh oh! Kollege. Metzler. Osheram, keine Schattenkerja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Bitte, benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Genau, liebe Freunde, und das machen wir morgen, beziehungsweise das gucken wir uns morgen an. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich lade mal mein Leben auf, ich bin doch ein wenig kaputt jetzt. Und ja, sehen uns dann wieder morgen in aller Frische zu Horizon Zero Dawn. In diesem Sinne, macht's gut, bye bye, servus, euer Franconia.